Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Mythic Plus Kisten-Opening machen. Ich war letzte Woche nämlich wieder fleißig und habe einen Key gespielt. Ich weiß gar nicht, was ich für einen gemacht habe. Wo haben wir es? Hier, Mythic Plus. Einen Riesenflöz, 16er Key. Ah ja, ich kann mich an den erinnern. Ich glaube, den haben wir sogar mit zwei Kisten durchgeballert, obwohl wir ein bisschen rumgegimmt sind. Egal, wir können uns jetzt auf jeden Fall tollen Loot rausholen. Wir haben eingestellt Wächter. Ja, schauen wir mal, was drin ist. Ich hoffe, dass ich mal ein richtig geiles Corruption-Item kriege. Vielleicht Hände oder Handgelenke. Zwillichtsverwüstung Rang 3. Handgelenke. Zwillichtsverwüstung Rang 3. Fick dich doch. Also, wir haben Handgelenke gekriegt mit, ja, eine CD-Reduktion. Ich glaube, oder? Nee, Auge des Klar, wodurch ein Zauber. Ja, Abklingzeit. Ich meine, ich habe das komplett gleiche schon mal. Dann haben wir hier wieder irgend so ein Item, was wir leider nicht gebrauchen können. Schade. Naja, gut, vielleicht bringen die Visions ja ein bisschen mehr, aber ich müsste jetzt wieder genug Titanresidium haben, um mir noch ein Item kaufen zu können. Und ja, ich glaube, ich habe mir das letzte Mal noch einen Kopf gekauft. Also da müsste ich jetzt zwei zur Auswahl haben. 480, 480, genau. Ich habe mir jetzt überlegt, warte mal, wenn, dann kaufe ich mir Schultern oder ich kaufe mir die Brust. Wobei ich habe bei der Brust ein gutes Single-Target-Teil, aber keinen AE-Trade drauf. Jetzt muss ich mir mal ganz schnell gucken, ob es nochmal einen guten AE-Trade hier bei dem Händler gibt. Für die Brust. Schauen wir mal einmal. Achso, nicht, ich will nicht das Aussehen angucken, sondern die Trades. Ja, gut, hier wäre Hauen drauf. Zermalmen, Schild ist auch immer nicht schlecht. Azuritkugeln ist okay. Gibt besseres, aber hier hätten wir zumindest mal einen Hound-Trade drauf. Das wäre defensiv eine gute Kombi. Das Ding habe ich, glaube ich. Das ist, glaube ich, Single-Target die beste Brust, die du haben kannst. Die haut rein. Wenn du die drei Dinger skillst, okay. Die hatte ich, glaube ich, auch mal im vorherigen Tier. Also eine Brust wird schon eine ganz gute noch geben. Also da können wir, glaube ich, drauf gamblen. Jetzt weiß ich nicht, was ich für Schultern. Schultern habe ich schon einmal mit Hauen. Ich glaube, den Kopf hier. Weil ich versuche mir einen Single-Target und eine AE-Gear einmal zu basteln. Genau, das wäre hier eher das AE-Gear. Der Kopf. Und danach halt quasi noch ein Katzengear. Aber ich würde sagen, wir gamblen mal noch auf eine Brust und drückt mir die Daumen, dass wir da was mit Hauen bekommen, dass wir so ein bisschen eine E-Gear hochbekommen. So, warte mal, ist das die gleiche, die ich schon hab? Ach. 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 Ach komm, warum muss ich denn die gleiche nochmal kriegen? Blizzard. Wie viele Chancen gibt es da insgesamt? Das ist eine Chance 1 zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich kriege halt zweimal die gleiche. Ja gut, ja, die können wir dann halt hernehmen für, keine Ahnung, Katze oder wir können irgendwas anderes skillen. I don't know. Ja gut, zweimal Pech gehabt, einmal ein Kack-Item hier aus der Kiste rausgekriegt, ein Azurit haben wir auch noch reingelangt. So muss das sein. Ja, fürs Opening war es das. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch es genauso beschissen geht wie mir hier mit dem Glück bei der Kiste bzw. beim Titanen-Residiums-Item. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.